hallo zusammen. Ich begrüße euch alle zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, welche dieses Spiel 1:0 gewonnen haben. Bevor wir zu den Spieleinschätzungen kommen, möchten wir euch kurz darüber informieren, dass unser Kapitän Jonas Niedfeld als Man of the Match gekürt wurde, diese Trophäe aber gerne Niklas Kreuzer widmen würde. Deswegen, Kreuz, du bist unser Man of the Match. Und damit kommen wir gerne zu der Spieleinschätzung von Gästetrainer Alexander Zorniger. Ja, hallo, guten Abend. Natürlich auch vom Kleeblatt, vom Staff, von den Spielern, vom Trainerteam. Gute Genesungswünsche an Niklas. Das hört auch nicht das erste Mal, da merkst du halt wieder, um was es tatsächlich geht. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Um was es aber halt auch geht, ist, wenn einer von meinen Spielern, Julian Green, rassistisch beleidigt wird hier im Stadion, als Affe tituliert wird. Und ich habe das Glück gehabt, jetzt ein paar Jahre im Ausland zu sein. Und ich weiß, wie wichtig es einfach ist, dass man als Land das Gefühl hat, man hält zusammen. Und wenn dann der eine oder andere Vollpfosten meint, er müsste tatsächlich hier jemand rassistisch beleidigen, dann kann man jetzt wieder auf der DFB und macht nochmal Respekt, wie nennt man es, Maßnahme. Ja. Es geht darum, dass wir selber Charakter zeigen. Ja. Dass wir sagen, das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95% ausverkauft. Ja, da war kein Punkt, wo du dich aus dem Staub machen hast können. Ja, da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt auch ein dritte, vierte, fünfte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, ob in Fürth, ob in Nürnberg, ob in Rostock, ob irgendwo, ja, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Ja, wenn man das nicht macht, dann kriegt das braune Gesochse, ja, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren. Und das ist der Job von uns. Und nicht von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Institutionen. Zum Spiel, das war unser Ziel, in die zweite Runde zu kommen. Zweitligisten sind ausgeschieden, Erstligisten sind ausgeschieden gegen Drittligisten. Wir sind bis jetzt die einzige Mannschaft, oder ich weiß nicht, wie es in Bielefeld gerade übersteht, die da weitergekommen ist. Ja, und das war unser Ziel. Da haben wir viel investiert. Ich glaube, gegen den Ball war es eine Leistung, die absolut gut war. Ja, schon mit dem Druck vorne kann man über Kompaktheit sprechen, aber insgesamt war es gut gegen den Ball. Mit dem Ball sind wir ein bisschen wieder in eine Phase zurückgekommen, wo wir schon mal schneller unsere Ballbesitzzeiten durchrotiert haben. Das war ein bisschen ärgerlich, aber wir haben es kontrolliert. Wir haben keine einzige Torschance zugelassen. Immer Stadion wie immer. Ja. Ich habe einmal ein Spiel gesehen, habe einmal selber ein Spiel hier gemacht. Da ist ganz viel Stimmung dahinter und da haben wir uns gut gewehrt. Wir haben wie gesagt nichts zugelassen. Und deswegen ziehen wir auch verdient in die zweite Runde ein, was nach den zwei Niederlagen in den letzten zwei Jahren unser klar definiertes Ziel war und wo die Mannschaft auch darauf stolz sein kann und auch die, keine Ahnung, 1000 Fans, die aus Fürth mit hergefahren sind und die hoffentlich jetzt auch eine gute Heimfahrt haben. Vielen Dank. Bevor wir zu unserer Spieleinschätzung kommen, möchten wir als Halle HFC uns natürlich beim Spieler und auch beim gesamten Kleeblatt entschuldigen für die rassistischen Beleidigungen. Wir als HFC verachten jegliche Form von Rassismus und wir werden das auf jeden Fall aufklären. Es tut uns leid. Dankeschön. Dann jetzt, Sreto, deine Einschätzung bitte. Ja, hallo. Erstmal ja, Glückwunsch, Alex, zum verdienten Sieg. Ja, ich war selber gespannt, wie wir ins Spiel reinkommen, wie wir das gestalten nach den Ereignissen jetzt der letzten Tage. Aber ich finde, dass wir das vor allem im Ballbesitz vernünftig gemacht haben, haben versucht, die Angriffe zu vorbereiten. Aber das ist uns kaum gelungen, muss man ganz klar sagen, dass Fürth sehr gut war, speziell im Gegenpressing. Immer dann, wenn wir einen Ball erobert haben und dachten, so jetzt könnten wir mal was nach vorne starten, haben wir einen Ball verloren. Wir haben fast nichts zu Ende gespielt. Trotzdem, ja, trotz sehr viel Ballbesitz eigentlich nicht die nötigen Druck ausüben können, vor allem auf die letzte Linie. So kriegen wir auch das 1:0, glaube ich, nach dem Ballverlust. Und Fürth geht verdient in Führung zu. Der rote Karte kann ich nicht sagen, aber da war ja schon klar, dass es nicht einfacher wird. Wir wollten nicht sofort alles aufgeben und jetzt irgendwo ins offene Messer reinlaufen. Wir haben weiter fokussiert
versucht, in unserem Spiel zu bleiben und haben das auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Auch mit einem Mann weniger hatten wir ja, zumindest irgendwo 20, 30 Meter vom gegnerischen Tor, ist vernünftig gemacht, aber diesen einen Lucky Punch haben wir nicht bekommen. Ich weiß es nicht, jetzt das Tor von Bulicki, ob das auch ganz klar abseits war oder knapp war, aber solche Momente hätten wir uns natürlich öfter gewünscht, die kamen nicht und ja, so ist es im Pokal, das zählt einfach nur weiterkommen. Wir haben es leider nicht geschafft, von daher Glückwunsch an Fürth eben zum verdienten Sieg und wir werden jetzt unsere Wunden lecken, uns nochmal präparieren, vielleicht ein, zwei Tage freimachen und vorbereiten uns fürs nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt. Danke. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen? Das Mikro liegt dort in der Mitte. Keine. Super, dann wünschen wir unseren Gästen aus Fürth eine heile und schnelle Heimreise. Viel Erfolg für den Rest der Saison. Und wir sehen uns zum Heimspiel gegen Duisburg. Tschüss. Dankeschön. Danke.